Was geht, liebe Mid-Humans? Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres KCD Let's Plays hier auf meinem Kanal. Mein Mädchen! Genau, komm zurück. Das hier werden wir jetzt mal checken, Freundchen. So sieht's aus, ne? Dein Mädchen ist weg. Es gibt Kunde von deiner Tochter. Ach ja? Sie ist nicht bei dir. Was ist mit ihr? Tja. Die listige Füchsin hat Jackel niedergeschlagen und ausgeraubt. Ha, sowas. Was? Hm. Wen kümmert's? Die Frage ist, wo steckt Maria? Warum kommt sie nicht zurück? Dieser Bastard tut mir zwar nicht leid, aber du scheinst verdächtig froh über das Verhalten deiner Tochter zu sein. Das was ja, Maria ist erwachsen. Ich bin froh, dass sie auf sich aufpassen kann. Also, wo ist sie? Weiß ich nicht. Nach dem Raub ist sie verschwunden. Dieses Miststück. Was? Schon gut. Das ist nicht das erste Mal. Sei es drum. Ich warte hier noch ein wenig. Nun gut, ich geh dann mal wieder. Ja, geh nur. Mach's gut. Ah, das war's jetzt. Maria, nicht so, yo, such sie bitte und so. Okay, crazy. Mariechen, knallen wir mal los, oder? Wo bist du? So, dann haben wir Maria gefunden. Das war... hier, gell? Das heißt, wir reiten jetzt einfach weiter. Ja, easy. Ja. Alles klar. Oh Mann, Leute. Ich bin richtig gespannt, ob wir die Sache mit, mit dieser Klostergeschichte von wegen, yo, wer da irgendwie, komm da irgendwie rein, ob wir das irgendwie cool regeln können, im Idealfall erstmal ohne Pius zu töten. Das wäre schon lässig, ne? Müssen wir jetzt mal schauen, wie gut das läuft. Bin da gewissermaßen, dürfen wir hier irgendwie durch? Ja, guck mal. Bin da gewissermaßen sehr gespannt. Das ist es nicht. Ja. Ich kann mir nur gut vorstellen, dass es gar nicht mal easy wird, das irgendwie anders zu regeln. Ich kann mir gut vorstellen, dass damit viel einhergeht. Ich meine, ja, ist eine Hauptquest. Da wird schon irgendwie noch was abgehen. Aber jetzt, glaube ich, ist die erste und wichtigste Amtshandlung, die wir jetzt erstmal vornehmen, auf jeden Fall mit Ratzig reden. Schauen, was der dazu sagt. Vielleicht hat er ja direkt irgendwie ein paar fancy Tipps für uns oder so. Das wäre natürlich super cool. Das wäre natürlich richtig cool, ne? Wer, du? Ah. Ja. Ein Wächter. Ne? Soll es hier wohl auch geben. Ist ja klasse. Passen die hier ein bisschen auf Neuhof auf. Das scheint nicht verkehrt zu sein. Sind so naturburschenmäßig unterwegs. Wir könnten noch mal ein bisschen für Retterschnaps gehen, hier ein bisschen pflücken. Allerdings würde ich sagen, dass ich das vielleicht bei nächster Gelegenheit einfach mal wieder offscreen mache. Na, jetzt echt nicht die spannendste Aufgabe ist, gewissermaßen. Ich denke, da wisst ihr alle Bescheid. Cool. Na, bin echt gespannt, was der Ratzig dazu sagt. Kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt sagt, ja, dann geht er halt über Leichen, das passt schon und so. Ich glaube, das wäre nicht seine Art. Könnte auch sein, dass ich ihn dann massiv fehl einschätze, aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass der sagt, ja, mach halt, ne? Kling schnell den Pius um und dann läuft die Geschichte. Nee. Das ist doch nicht Ratzikobilla-Style. Das hier eher, was weiß ich, ne? Style von irgendwelchen unehrbarem Gesindel oder so. Na, da sind wir natürlich nicht mit dabei, ist ja ganz klar. Ich glaube, es könnte auch echt nicht schaden, wenn ich nochmal ordentlich dafür sorge, dass unser Equipment ein bisschen entrümpelt wird. Das ist bestimmt nicht verkehrt. Also gerade auch vielleicht nochmal die Satteltasche oder so ein bisschen leerräumen. Na, da wäre ich durchaus dabei. Da zwar immer relativ sinnvolle Sachen mit drin, klar, aber ich glaube, es sind gerade auch nochmal ein paar Schwerter und so mit drin, die wir jetzt gerade echt nicht brauchen. Das heißt, ich würde die gewissermaßen noch an den Mann bringen, bevor ich hier jetzt weiter gucke und mit dem Ratzig rede. Ich glaube, das kann nicht schaden. Das Gefühl, das ist allerdings noch zu früh, als das Läden auf hätten, oder? Na wohl, die begeben sich gerade dahin, wie es aussieht. Frisches Brot! Ja. Kommt und Kohl! Kohl! Aber ohne Ei, bevor er braun wird! Grüner Kohl, Junge, ich liebe doch alles daran. Oh Mann, ja, ist schon offen, cool. Okay, dann guck mal gerade mal in die Satteltasche. Was haben wir denn da noch drin? Ja, hier sowas nämlich, gell. Braucht kein Mensch.
Eine Fackel, okay, paar Pfeile, ja. Schild des Zulladels. Schwerer Kriegshammer würde ich verkaufen. Jetzt haben wir hier ja noch einen Warhorse Gambeson. Hab ich den neulich nicht runtergeworfen? Nicht in den Kommentaren jemand gesagt, dass ich den weggeworfen habe? Dann habe ich ihn ja doch nur in die Satteltasche gepackt, ist doch alles cool. Ja, aber ich hätte ihn auch weggeworfen, ist ja nicht wild. Also klar, ist ein cooles Stück, ne? Aber er ist halt nicht mehr besser als irgendwas, was wir haben. Ich bin jetzt nicht sonderlicher Picht drauf, den zu behalten. Schlaftrunk können wir nachher auch mal wegpacken. Sowas können wir nachher mal wegpacken. Ja, und dann haben wir hier doch tiptop Gewicht. So, was ist denn hier aber trotzdem noch so schwer? Ja, ja, der Gambeson halt, ne? Den tue ich nachher auch noch in die Truhe. Das machen wir auf jeden Fall. Ansonsten raff ich jetzt gerade nicht, was hier für so viel Gewicht... Aber es ist okay. Es ist okay. Na, wir gehen unseren Weg und so. Aus Galitz bin ich. So, ihr alle wisst, was jetzt nochmal. Wir gehen hier rein. Sonstiges. Gehen zu unseren Groschen. Lassen da welche fallen. Na, und zwar 24 Groschen. Eh annehmen. Da, guck mal. Nimmst du die jetzt? Brot. Okay, ich gehe noch näher ran. Das muss doch irgendwie klappen, oder? Ich glaube kaum, dass ihr mir da Scheiß erzählt. Ich glaube nur irgendwie, dass ich es noch nicht richtig hinbekommen habe. Ist das nicht leicht? Nein. Also so wenig kann man die Maus gar nicht bewegen. Ach, verdammt. Oh ja, let's go. Hier, guck mal. Also, ich weiß nicht, Leute. Na, die nehmen das Geld nicht. Was soll ich denn machen? Sie nehmen es halt einfach nicht. Traut euch nur. Kommt her. Würde ja gerne sagen, Leute, na, oh, ihr hattet ja recht. Wenn nah genug dran und bla bla bla, dann läuft es. Aber es läuft einfach nicht. Ich weiß nicht, was da Problem ist. Oh. Verzieh dich oder ich gebe dir Sau. Gibt es ein Problem? Das ist die Frage, gell? Ist es noch so früh? Es war mir nicht klar, Leute. Ah, es ist schon so spät. Ach so. This way round, ich verstehe. Na, dann sollten wir vielleicht erstmal mit Ratzig reden, dann pennen und dann unser Equipment verwalten, oder? Dann gehen wir vielleicht erstmal zur Truhe hin und so. Lagern da den wichtigsten Stuff ein. Beziehungsweise aus unserem Equipment aus. Und dann können wir immer noch am nächsten Morgen irgendwie hier mal noch so den Rest wegverkaufen. Ah, da bist du ja. Moin. Ratzig. Alter, hau Degen. Deine Rüstung Gott schimmert ja dich. Super. Was in diesem dich? Licht, ne? Ja. Herr, die Untersuchung des Massakers in Neuhof nimmt ungeahnte Ausmaße an. Ja. Was hast du herausgefunden? Ich habe die Bande aufgespürt, die Mörder für Pribislawitz anheuerte. Sie kennen die Mistkerle, die Neuhof niederbrannten. Mhm. Ausgezeichnet. Was hast du noch herausgefunden? Bis jetzt nicht viel. Wenn ich mich unter sie mischen soll, muss ich einen ihrer ehemaligen Spießgesellen ermorden. Einen Kerl namens Pius. Offensichtlich war auch er in Neuhof. Du musst einen Verworfenen ermorden, also um dich dabei zu beweisen? Ha. Das gefällt mir nicht. Das ist nicht das Schlimmste. Dieser Pius versteckt sich im Kloster und gibt sich als Novize aus. Ich müsste hinter die Klostermauern, um an ihn ranzukommen. Tja, Herr im Himmel, es wird nicht leichter. Nicht jeder wird ins Kloster gelassen und der Abt wird keinen der Novizen aufgeben. Das profane Gesetz hat in einem Kloster keine Geltung. Das ist bereits das zweite Mal, dass sich dort etwas Widriges abspielt. Zuerst die Münzfälscher und jetzt das. Mhm. Ich wäre froh, wenn sich jemand dort umsehen würde. Alles klar. Ja. Ja, es sieht so aus. Mönchskutte ist wohl der einzige Weg zu Pius. Wenn ich nur wüsste, wie ich sie erlange. Etwas Andacht und Gelehrsamkeit täten dir gut. Wenn das wirklich der einzige Weg ist, zu ihm zu gelangen, dann soll es so sein. Verzeih, aber ich kann dir dabei nicht helfen. Meine Schade. Beziehung zum Kloster ist nicht gerade zuträglich. Du musst dir wohl etwas einfallen lassen. Was soll ich tun, wenn ich Pius gefunden habe? Töte ihn nicht. Bring ihn zum Vogt nach Ratai. Hä? Er wird ihn verhören und ihm einen gerechten Prozess machen.
Klingt nach einer schwierigen Aufgabe, Herr. Ins Kloster gelangen, Pius finden und ihn dann auch noch zum Vogt bringen. In der Tat, Junge, aber ich vertraue auf deine Fähigkeiten. Gott sei mit dir. Ja, das ist super, ne? Dass er auf unsere Fähigkeiten vertraut. Ich hoffe echt, wir kriegen das hin. Wie war das nochmal? Muss gleich nochmal ganz kurz in Questlog schauen. Hatten wir nicht hier... Sprich mit dem Jungen im Kloster. Schleich dich als Novize ins Kloster. Achso, sprich mit dem Jungen, der dem Kloster beitreten soll. Genau, ja, da gab's ja einen, gell? Erwarten einen neuen Novizen. Der junge Adlige sitzt jetzt in der Sasauer Schenke. Ja, genau. Mit dem müssen wir uns einigen. Ich hoffe, wir können den einfach überreden. Das wäre mir echt am liebsten. Und dann müssen wir nur noch irgendwie beim Kloster die davon überzeugen, denke ich mal, dass wir Pius sind. So, ne? Nee, stimmt nicht. Der junge Adlige ist ja nicht Pius. Pius ist ja schon im Kloster. Da müssen wir die davon überzeugen, dass wir der junge Adlige sind und so und jetzt unser Novizenleben leben wollen. Da bin ich sehr gespannt. Ich weiß nicht, wie eng die es hier mit historischen Gegebenheiten nehmen. Guter Kumpel von mir aus meiner alten WG ist an... Ja, weiß nicht, wie man das sagt, so Halloween und so. Also wenn es halt irgendwelche Verkleidungspartys gab, hatte der immer so eine Mönchskutte an. Ja, jetzt ist natürlich Mönch und Novize nicht genau das Gleiche, das ist mir klar, ne, aber wir hatten es dann hier und da davon. Er war halt, was ich sag mal, geschichtliche Lore und generell Sachen betrifft, außerordentlich gebildet. Wirklich selten mit jemandem irgendwie verkehrt, wo ich behaupten würde, Junge, die Person weiß alles, über alles, ne, war schon immer verrückt. Und er hat gemeint, ja, das Wichtige ist ja immer, dass die so allem entsagen, so weltlichen Dingen entsagen. Also die packen alles weg, was die besitzen, also all ihre Besitztümer sind dann egal und dann fangen die quasi bei Null an als Geistliche. Ich weiß nicht, ob das bei Novizen in dem Sinne auch so ist. Hätte jetzt hier irgendwie keinen Bock, meinen ganzen Krempel abzugeben oder so. Das wäre schon außerordentlich uncool, finde ich. Aber naja, was soll man machen? Wenn es so ist, ist es so, ha? Obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass Casey, die da sagt, dein ganzer Krempel muss weg und so. Wäre ja auch ein bisschen krass irgendwie. Hier legen wir mal ein paar Verbände ab, da haben wir schon auch echt genug. Hier, ja, die können auch weg. Wermut kann weg. Wildschwein, Leder, Wollstoff, na? Rüstungen. Haben wir da noch irgendwas? Silberkette und Silberring dreimal. Ja, das passt. Waffen. Die können wir verkaufen, was wir jetzt noch da haben. Mhm. Ja, ja. Ja, ja, ja. Huh. Okay. Und dann würde ich sagen, bringe dem Gerber Hasenhaut. Ja, ja, das machen wir irgendwann mal, das ist gar keine Frage. Jetzt müssen wir erstmal nochmal ins Pferdeequipment gucken und gönnen uns noch hier diese Schilde. Dann nehmen wir noch den Warhorse Gambeson. Genau, und so passt das hier drin, finde ich, oder? Denk mal, die Pfeile sind natürlich gut schwer, oder? Das sind 14 Kilo, das sind 6,6 Kilo, das sind 1,7 Kilo. Aber ich denke, so passt auch. Sag mal, haben wir hier ein gewisses Grundgewicht drin? Ja, oder? Weil das haut doch trotzdem nicht hin. Also wir kommen doch niemals auf 169 Kilo, die hier drin sind. Ja, Quatsch, als ob. Nie im Leben. Okay, so, dann haben wir hier noch, was habe ich jetzt gerade rausgeholt? Genau, die Schilde, die bei Waffen sind. Wenn man die ja in der Hand hält, na, sind die gewissermaßen nicht bei Rüstungen. Ja, und ich glaube, dann passt das, oder? Und den Warhorse Gambeson, genau. Klasse, dann pennen wir hier gerade mal schnell, oder? Wir könnten mal wieder was lesen vielleicht. Wie sieht's da aus? Dürfen wir gerade was lesen? Haben wir irgendwas, was wir gerade lesen können, ist so gewissermaßen die Frage. Das Leben im Wirtshaus. Das klingt doch gut, oder? Lernen. Ja, ja, lernen wir durch. Na, und dann pennen wir den Rest irgendwie bis 10 oder so. Dann haben wir da nochmal 5 Stunden. Und dann denke ich, passt die Geschichte tipptopp. Ah, oh Mann, Leute.
ich würde echt super gerne mal wissen, wenn ihr das wisst bzw. einschätzen könnt, ist die letzte Folge mehr mal angesprochen oder vorletzte Episode, ich kann gar nicht einschätzen, Trinkfestigkeit haben wir verbessert, stark. Na, das ist doch klasse hier. Na, ich kann gar nicht einschätzen, wie weit wir im Spiel sind. Ich kann es einfach nicht einschätzen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir so gerade so bei der Hälfte sind. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir schon mega fortgeschritten sind. Na, ich glaube, das, was wir jetzt gerade machen, das ist mit Razzicobilla, ist irgendwie eine Art Hauptquest, oder? Ich meine, es hängt ja mit dem Neuhofer-Gedöns zusammen und das ist ja basically das, was von Anfang an lief. Na, wir erinnern uns an die Stinker- und Rotschopf-Geschichte und jetzt ist da eben noch der Pius dabei. Na, das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, aber hat er ja gerade eben gesagt so. Noch, na, dass der wohl auch bei Neuhof dabei war und so. Ja. Bin ich, Alter, schon wieder nicht geschlafwandelt. Das ist echt verrückt, ja. Das kommt irgendwie gerade in letzter Zeit super selten vor, dass wir schlafwandeln. Aber, naja, soll mir irgendwo auch recht sein. Cool. Na? Yenda! Altes Haus. Okay. Sollen wir vielleicht noch schnell mit Theresa reden? Ja, kommt, wenn wir gerade mal hier sind, oder? Könnten ihr einen Silberring schenken. Obwohl sie ja meinte, bitte keine Geschenke und so. Hier ist sie nicht. Dann hockt sie wahrscheinlich da drüben, oder? Ja, moin, Theresa. Wie ist es? Hast du mal wieder Bock, was zu tun? Wie hübsch du bist, Liebster. Gleichfalls. Ja, willst du was unternehmen so? Möchtest du wieder etwas mit mir unternehmen? Wollen wir blinde Kuh spielen? Du willst wirklich blinde Kuh spielen? Ich weiß, das spielen nur Kinder. Aber ich mochte es immer und mit dir fühle ich mich dabei nicht albern. Ja, easy, dann let's go. Also gut, warum nicht? Gut, dann folg mir. Mhm. Besuche Theresa. Na, Theresa, wo geht's hin? Hier. Okay. Doch nicht da. Wäre auch ein komischer Ort gewesen, um zu spielen. Ja, Mann, hier bei den Holzscheiten. Hier in der Scheune sieht uns niemand. Schämst du dich? Es ist ein Spiel für Kinder. Natürlich bin ich beschämt. Erwachsene spielen das auch. Aber nur, wenn sie betrunken sind. Ja, Köter, hi. Na, sind wir sehr jung, gell? Klar. Ich spiele jetzt blinde Kuh. Magst du mitspielen, Köter? Irgendwie das Gefühl, dass wir hier nicht blinde Kuh spielen. Passt doch, Liebe macht blind. Frecher Bursche. Dieses Spiel wirst du niemals gewinnen. Ich habe bessere Ohren als eine Fledermaus. Und ich bin so leise wie eine Katze, du findest aber mich nicht. Nicht in der Rüstung. Wir werden sehen. Aber wenn du die Scheune verlässt, hast du verloren. Komm her. Komm schon, dreh mich im Kreis. Worauf wartest du noch? 1, 2, 3, 4. Eckstein. Alles muss versteckt sein. Wie ging es gleich noch weiter? Ich habe keinen Schimmer. Los, versteck dich. Schon schön, dass sich ein Spiel für sowas Zeit nimmt, oder? Das finde ich einfach klasse. Was war das? Du etwa? Kauern das Chamäleon. Ninpo. Das ist unsere geheime Ninja-Kunst. Wo steckst du? Die findet uns nie im Leben. Wir können hier jetzt eine ganze Episode chillen. Er sieht wie eine Henne aus. Vielleicht legt er ja ein Ei. Warte nur, ich finde dich schon. Die Arme. Hat keine Chance, oder? Oh. Hab ich dich. Oder nicht? Ja, ich weiß nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie uns finden kann, oder? Sollen wir vielleicht einfach mal... Ha! Huh? Du bist wirklich leise. Warum konnte ich dich nicht hören? Oh nein, meine Wäsche liegt zum Trocknen draußen. Wir müssen sie schnell hineinbringen. Oh ja, die Wäsche, die trocknet jetzt nicht mehr. Das sage dir aber Gwies. Hier hängt auch nein, alles ist ganz nass. Du kannst sie zum Trocknen neben den Ofen legen. Warum liegt die überhaupt auf dem Boden? Wir legen sie aufs Heu. Okay.
Ach so, die hat's runtergeweht, oder? Ja, ich verstehe, ich verstehe. So, ja, Mann, ich habe die Wäsche zum Trocknen auf den Boden gelegt. ja, komm. Rein da. Oh, Mann. Es ist schon süß. Das ist alles klitschnass. Oh nein. Wir alle wissen, wohin das führt. Du hast doch keine Angst vor Gewittern, oder? Jetzt nicht mehr. Es wird wieder so ein Moment, wo ich hier so dabei sitze, gell? Das ist immer so unangenehm. Das ist auch in Cyberpunk so eine Sache. Ich hock dann hier so daneben. Sollten wir die Wäsche nicht ausbreiten? Heinrich, entspann dich. Oh. Bin der P und ich bin auch dabei. Ja, yeah, well. Oh Mann, Leute. Na, es ist eine super Szene, was soll man sagen? Fand ich ästhetisch und künstlerisch mega ansprechend. Auch mit der blindenden Kuh, Hinleitung, ja, dann regnet's, oh, die Wäsche, oh, dann sind wir klitschnass und so. Deswegen, ja, müssen wir ja uns unserer Klamotten entledigen und so. Wir wussten alle, wohin das führt, ne? Was uns betrifft. Na, Bursche, Lust auf eine kleine Wette fürs Rataia-Turnier? Thema jetzt, wir haben hier gerade Wichtigeres zu besprechen. Unser Abend zu zweit. Ah, ja. Ich muss dir noch danken, weil du mir mit der Wäsche geholfen hast. Bei dem Sturm hätte sie sonst wohl landen können. Oh, du hast mir genug gedankt. Aber nächstes Mal suchen wir woanders Schutz. Stroh gelangt an Stellen, wo es nicht sein sollte und juckt dann wie verrückt. Heinrich, du Esel. Süßholzgeraspel scheint nicht dein Steckenpferd zu sein. Und was meinst du überhaupt mit nächstes Mal? Nicht beschleicht das Gefühl, du hast etwas mit uns beiden vor. Ja, warum denn nicht, oder? Ja, eben. Was denkst du denn da so? Das hier klingt so bestimmend, oder? Wie siehst du das mit uns? Ich? Wenn du dich mal nicht wie ein Tumber, ne, aufführst, verbringe ich gerne Zeit mit dir. Du schimpfst mich einen tumben Narren? Ja, jetzt zum Beispiel bist du einer. Weil du das ernst nimmst. Wie ich das mit uns sehe, nun ja, meine Antwort darauf ist, ich mag dich sehr gern. Tump. Tumber Narr. Was bedeutet Tump? Na, ich muss ja hier schon wieder was lernen, Leute. Das Wort normal ist wahrscheinlich einfach nur Tump, oder? Tump. Bedeutung. Na, ich kenne. Mit einem TH kenne ich das als Thump, als Daumen oder so. Tump. Überraschungsarm, uninspiriert, unkreativ, unoriginell, unschöpferisch, vorhersagbar, wenig originell, einfältig. Ich verstehe. Ja, sowas wie stumpf. Stumpfsinnig oder so. Na, plump. Plump und tump. Tump finde ich gut. Richtig tumbernah. Ja, wie ich das mit uns sehe? Nun ja, meine Antwort darauf ist, ich mag dich sehr gern. Ja, dann let's go, oder? Nun ja, wir werden zusammen sein. Als Paar. Und wenn die Zeit reif ist, werden wir heiraten, nicht wahr? Du bist ja ganz schön stürmisch. So macht man das aber nicht. Ich hatte keine andere Dialogoption. Ich würde ja bei deinem Vater um deine Hand anhalten, aber... Vater? Ja.
Er würde dich verjagen. Jetzt bräuchtest du Onkel Pescheks Segen. Bei ihm hätte ich wohl auch nicht mehr Glück. Außer er könnte daraus Kapital schlagen. Und meine Mitgift wäre ein Sack Mehl. Ernsthaft, Heinrich. Wie stellst du dir das vor als Ehemann? Ich kenne dich doch. Du hältst es nie lange irgendwo aus. Ich habe viele Pflichten, aber ich mag dich wirklich sehr, weißt du? Und eines Tages... Ich weiß, du Dummerchen. Aber es ist noch zu früh. Treffen können wir uns allerdings. Und gern haben auch. Cool. Kannst du meine Kleidung nähen? Nicht im Ernst, oder? Oh Mann. Ja, sollen wir direkt all in gehen? Wollen wir noch einen Spaziergang machen? Wollen wir irgendwo spazieren gehen? Bei dem Wetter? Gehen wir lieber ein andermal, ja? Okay, da ist was dran. Alles klar. Dann wünsche ich dir was, Theresa. Wir sehen uns. Ja, nochmal kurz, um zurückzukommen. Ne? Ich finde solche Szenen super. Ich finde es super cool, wenn Spiele sich dafür Zeit nehmen. Und ich finde auch, dass Casey die das klasse macht. Ne? Das steht alles außen vor. Ist gar keine Frage. Oh, was habe ich da unten für einen Buff? Spieler. Buffs. Im siebten Himmel. Wenn man ganz von Liebe beseelt ist, erscheint einem die Welt schöner als zuvor und man selbst erscheint vielleicht der Welt schöner als zuvor. Nachdem du Zeit mit deinem Schatz verbracht hast, ist dein Charisma vorübergehend um 3 Punkte erhöht. Yo, 19 Charisma haben wir so. Ja. Okay. Ja. Ja, der einzige Punkt, den ich angemerkt haben wollte, ist, ihr versteht sicherlich, was ich meine, oder? Ich weiß dann jetzt nicht, was ich da irgendwie dazu sagen soll. Und ich hock dann da irgendwie so daneben. Ich stell's mir mal so vor, ihr guckt euch das an, wollt vielleicht irgendwie diese Szene genießen und dann hockt da so ein P so daneben. Bin der P und ich bin auch dabei, ne? Weiß ich nicht. Oh Mann, ist doch einfach genial, oder? Hier, na, wer von euch ist genau? Wird gern noch meine Kleidung. Du siehst aus, als wärst du überfallen worden. Eben deswegen bin ich hier. Ich möchte die Dienste des Hauses. Was genau, ich möchte mein Bad nehmen und meine genau. Ein Bad. Das stark, dann rein da. Feilschen, ich krieg was oben drauf. Und wie viel würdest du zahlen? Mehr. Weil es mir eben nicht zu teuer ist. Hier, guck mal. Na, wie klingt das? Du wirst es nicht bereuen, das verspreche ich dir. Ja, dann eben denke ich auch. Das hat bis jetzt immer alles super geklappt bei euch. Wüsste nicht, was ich da zu bereuen hätte. Ist hier eigentlich sein Pferd für immer? Oder ist er einfach immer hier? Oh Mann, Hühner, Achtung. Ja, okay, klasse. Let's go. So, dann verkaufen wir noch den letzten Kladderadatsch, den wir jetzt im Inventar haben. Sorry. Und dann würde ich sagen, begeben wir uns irgendwo hin, oder? Was ist so die nächste Mission, die wir haben? Wenn ich gerade mal überlegen darf. Ich würde schon sagen, dass wir direkt noch checken, wie es da jetzt ist, oder? Also sagen, ey, ich glaube, wir hatten nur Waffen, oder? So, ich würde sagen, ja, wir holen uns noch was zu essen. Ja, der Köter kriegt mal noch schnell was zu essen, gell? So in der Art. Erstmal wird er gelobt. Ja, bist ein richtiger Feini und jeder liebt dich. Guck mal, und dann haben wir dir noch was zu snacken hier. Schau mal. Na, also. Genau. Na, und dann würde ich noch was zu essen für uns besorgen. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt wieder Richtung Kloster. Also beziehungsweise Schenke da. Suchen den Adligen auf und guck mal, wie es ist. Ich, dass ein Ritter wie du sich für mich interessiert. Ja, das ist auch ganz schön ehrbar, gell? Okay, so, guck mal. Ich habe dir hier und hier. Hm? Ja, und das war's. Ja. Perfekt. Klasse. Dann sehen wir uns. Ich wünsche dir was. So, Yenda, altes Haus, ne? Obwohl, wir können doch eigentlich hier am Stand direkt mal was kaufen. Die schreien sich hier immer den Leib aus der Seele, beziehungsweise die Seele aus dem Leib, so rum. Beste Grüße. Moin. Wie kann ich dienen? Ich würde gern ein bisschen Brot mitnehmen und so. Guck mal, Alter, die hat ja ordentlich Brot am Start, ne? Ja, ein bisschen Brot mitkommen. 4 Brot. Ach so, nee, Warenkorb und let's go. Knallen wir uns direkt mal eins rein, würde ich sagen. Easy. Und dann ab geht's. Alles klar. Na, dann reiten wir mal los, oder? Sorry.
Die Armen, ey. Es tut mir schon ein bisschen leid, aber was soll ich machen? Sind mit unserem Horse flink wie der Wind unterwegs, ne? Da kann ich nichts tun. Okay, dann gucken wir uns die Geschichte mal an. Ich bin jetzt wirklich außerordentlich gespannt. Wenn ich das richtig einschätze, dann hält unser Buff eine ganze Weile, oder? Also, das scheint schon sehr, sehr lange zu halten. Unser Charisma kann uns bestimmt dabei helfen, hier diesen Adligen irgendwie davon zu überzeugen, mit uns den Platz zu tauschen und zu sagen, ey, wir sind jetzt der Novize und so, oder? So, jetzt muss ich ganz kurz gucken. Wir müssen ja eigentlich quasi nach Norden durchreiten, aber so ein bisschen auch nach Westen, oder? Ja, sozusagen. Hier durch, dann links rüber. Geht das? Ja, okay. Ja, dann reiten wir jetzt straight. Wir reiten komplett geradeaus mit einer krassen Linkskurve früher oder später, ne? Und dann passt das. Kuno, guck mal später vorbei, würde ich behaupten. Ich habe echt Schiss, Leute, dass bei der Kuno-Quest was schief geht. Weil jetzt wirklich zwei Leute, ja, halt irgendwie kaputt sind. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders sagen soll, oder? Die, ja, denen geht's irgendwie nicht gut. Die liegen irgendwo rum, ihre Pferde in manchen Fällen daneben, meistens eher nicht, und machen da irgendwie ganz wilde Geschichten. Sind irgendwie nicht tot, aber, na, ist ganz komisch. Das ist echt, oder? Das ist, da muss ich echt mal noch nachschauen. Das habe ich jetzt noch gar nicht gemacht, wenn ich hier direkt weiter aufgenommen habe. Aber ja, das werde ich auf jeden Fall mal noch machen. Da irgendwie nachgucken, ob jemand mit dieser Bugstruktur vertraut ist. Vielleicht ist ja auch gar kein Bug, sondern einfach, die sind halt tot und irgendwie kriege ich das nicht richtig angezeigt oder so. Stelle ich mir irgendwie nicht sonderlich sinnvoll vor, aber könnte schon auch so sein, oder? Sag mal, wo chill ich hier jetzt gerade eigentlich? Ah, jetzt bin ich nach Leditschko geritten. Aber wir wollen ja nach Sasau. Aber das passt doch eigentlich von hier super, oder? Komm hier gerade so rein, geh beim Wurstladen links oder beim Schneiderladen links. Ja, und dann eigentlich straight durch. Ja, dann ist das doch super. Wir können ja auch mal wieder einen anderen Weg reiten. So, hier, das ist der Schneider, oder? Ja, reiten wir da links. Easy. Dann müsste hier irgendwie passen, oder? Ja, das sieht doch gut aus. Alles klar. Cool. Ja, das ist so ein bisschen die Mission, die wir gerade haben, ha? In Sasau irgendwie ein Novize werden oder sowas. Das stelle ich mir schon ein bisschen irre vor, bin ich ganz ehrlich mit euch. Wer war das? Irgendwer, ja. Oh, da hängt wieder jemand. Was es nicht alles so gibt. Bin gespannt, ob wir mal wieder bei Banditen vorbeikommen oder so. Fände ich eigentlich cool. Ah ja, genau, das ist dieses geworrene Stück hier. Ja. Aber das müsste eigentlich trotzdem richtig sein. Dann hier lang. Ja. Na eben. Guck mal. Okay, klasse. Mir wurde neulich noch zugetragen, dass dieses Event, das ich mitbekommen habe, hier geht ein Trampelpfad ab. Das müsste doch jetzt gerade hier gewesen sein, oder? Zack. Ja, und wir reiten jetzt einfach weiter geradeaus, würde ich sagen. Ja. Und dann geht's da irgendwie nochmal um einige Kurven. Ja, das sieht doch gut aus. Na, dieses Event, das ich neulich gehabt habe, dass da irgendwie diese drei Leute kamen mit dem umgekippten Baumstumpf und so. Eins der heftigsten Events ist, die es gibt. Ja. Danke für die Info. Na, die waren auch echt strong, da kann man gar nichts sagen. Oder die waren super stark, da kann man wirklich gar nichts sagen. Die waren wirklich einfach krass unterwegs. Aber ich fand es super schade, dass das dann halt beim zweiten Mal nicht nochmal geladen hat. Na, denn umso lieber hätte ich gesagt, okay, selbst das stärkste Event haben wir irgendwie gewonnen. Oder eins der stärksten Events. Wäre natürlich cool zu sagen, ey, guck mal, wir haben das alles im Griff und so. Oder? Ja, aber vielleicht haben wir ja nochmal Glück und die kommen nochmal. Das wäre schon cool. Da echt immer Bock drauf. Muss sagen, so die Banditenüberfälle in der Welt, wenn es dafür einen Multipler gäbe, ne, also wie häufig oder wie wahrscheinlich das ist, dass sowas passiert, dann würde ich den in meinem nächsten Playthrough auf jeden Fall hochstellen. Ich finde nämlich, manchmal haben wir irgendwie eine Reise, wo das zwei, dreimal passiert und dann haben wir irgendwie wieder 10 Reisen, in denen gar nichts passiert und das finde ich ein bisschen schade. Ich hätte schon irgendwie manchmal gerne einfach, dass es ein bisschen häufiger passiert, ja, gewissermaßen. So, und jetzt suchen wir unseren adligen Freund. Ach. Und
und reden mit dem. Ja, hier bei dem A, genau. A für adliger Kumpel. Dann schauen wir uns die Geschichte mal an. Wir haben super viel Charisma, oder? Frisch gewaschene Sachen und so. Wie sieht's da aus? 20er Charisma. Also damit können wir ja wohl jeden überreden, oder? So. Bürger. Bürger. Das ist der Maler. Bürger. Wer bist du? Bürger, Bürger. Ja. Ja, das ist jetzt halt wieder die Geschichte, find den Junge, hä? Huh? Aber wo soll der denn sein? Alter, das ist so cool. Vielleicht sind die ja hier in ihren Zimmern oder so. Hier ist aber niemand. Und hier war mein Zimmer, oder? Okay, ja, well, hier sind die nicht. Was zum... Ja, gell. Was zum Seich machst du denn da? Wer bist du hier? Wirt? Bürger? Bürger. Hä? Wo soll der denn sein? Oh, wer bist du? Karl. Beschützer Manfred. Ja, das ist unser Mann, oder? Schön, dich zu sehen. Gleichfalls. Cooler Hut, Mann. Bist du zufällig Karl? Ja, zufrieden? Bin ich. Warum fragst du? Wie ich hörte, bist du für das Kloster bestimmt. Das ist wahr. Aber ich konnte meinen getreuen Beschützer Manfred überzeugen, mir noch ein paar Tage Freiheit zu gönnen. Allerdings erlaubt er mir nicht, die Freudenmädchen zu besuchen. Weshalb ich an meinen letzten Tagen dem Alkohol fröne. Mit wem habe ich die Ehre? Ich heiße Heinrich. Freut mich, dich kennenzulernen. Chillen wir ein bisschen. Lass uns trinken. Ja, oder? Lass uns trinken. Ein Mann nach meinem Herzen. Ich gebe dir einen aus. Wird mein Wächter sich auch etwas einverleiben? Nein, wird er nicht. Gott bewahre. Junge, Junge, welch Kreuz ich tragen muss. Weißt du, eigentlich sollten wir nach der Schenke ein paar Dirnen einen Besuch abstatten. Aber Manfred verbietet es. Werde ihn los. Auf bald. Okay. Hi, Manfred. Ich hoffe, ich kann dir von Nutzen sein, Ritter. Lass dich zeigen. Bist du Manfred, der Beschützer des jungen Herrn? Wer bin ich? Warum? Ich habe ja eine Nachricht vom Vater des jungen Herrn. Ein Bier für mich. Was zu trinken gefällig. Wir können ihn auf jeden Fall hart überreden mit egal was eigentlich, oder? Tischen ihm eine Lüge auf oder wir sagen, was zu trinken? Ja, komm. Du musst einen Mordsdurst haben. Wartest mit ihm seit Tagen, siehst zu, wie er sich besäuft und du selbst nimmst keinen Schluck? Zweifellos hätte ich gern einen Krug Bier. Aber wenn ich meine Sinne auch nur im geringsten trübe, brockt sich der Tunich gut gewiss Ärger ein. Dann trinken wir gemeinsam. Und wenn du angeheitert bist, behalte ich ihn im Auge. Du hast etwas Heiterkeit verdient. Du siehst vertrauenswürdig aus. Was wollen wir trinken? Und da wir schon dabei sind, wie wäre es mit einem kleinen Spielchen? Oh, wird da gewürfelt? Würfle mit Manfred draußen im Regen. Na? Welche Würfel nehmen wir mit rein? Den. Ah, wartet, was kann der nochmal? Ein gesegneter Spielwürfel der heiligen Dreifaltigkeit geweiht. Okay, in der Hoffnung, eine 3 zu würfeln. Ja, 3 weiß ich nicht, ob wir das so brauchen. Ein Spielwürfel, der öfter Glück bringt, als man erwartet. Geil. Den nehmen wir direkt 2-mal mit rein. Der für ungerade Zahlen gezinkt ist. Ja, nee, wir nehmen jetzt mal nur die Glückssträhnenwürfel, oder? Escape bestätigt. Mein Ruf eilt dir voraus, aber mich besiegst du nicht. Okay. wie war das nochmal? Ich weiß schon wieder gar nichts mehr. Wir brauchen gleiche Zahlen und immer mindestens 3, oder? Und irgendwas war mega viel wert. Die 5er? Ach, keine Ahnung mehr. Ja, nehmen wir mal... Nee, die 1er waren so viel wert, oder?
Ach komm, wir würfeln nochmal. Wie kann ich nochmal würfeln? Ach so, nee, wir müssen ja was beiseite legen. Ja komm, dann legen wir jetzt eine 6 beiseite, oder? Ja, das passt schon, okay. Ja, Würfel beiseite legen. Und dann gebe ich auf, oder wie? Was dauert da so lange? Ja, ich check's gerade nicht. Mhm. Nee, dann legen wir den nicht beiseite. Muss ich mehr beiseite legen. Punkten und fortfahren. Ja, hiermit darf ich punkten. Genau, eine 5. War doch die 5 wichtig, gell? Okay, 5er und 1er waren hier so krass, oder? Ja, dann nehmen wir den hier. Und den hier. Punkten und fortfahren. Und hoffen dann, dass also der Glückswürfel nochmal... Da hätte ich die 1 wahrscheinlich auch mitnehmen können. Das ist schnell wieder vergessen. Kein Glück. Ja, ja, true. Ja, das passt schon. Okay, dann sind die Würfel für ungerade Sachen natürlich sehr geil. Ja, Digga, das ist natürlich auch gottlos. Nein, besser nicht. Ja, lieber nicht. Ha? Mach mich mal bitte nicht in einem Zug nackig. Das ist doch auch voll cool, oder? Kann ich die alle beiseite legen? Bringt das mir was? Die Sechser bringen nichts, oder? Ja, punkten und fortfahren. Nee, lieber nicht. Punkten und passen. Ah. Hier fast eine Straße gewürfelt, Alter. Das sieht gottlos aus. Ja. So macht man das. Ja. Wenn man so viel Glück hat, macht man das so. Ein Bier für mich! Digga, wie der uns die Schuhe auszieht, okay. Naja, von dem Würfelspiel, ne, ist auch nicht so mein Ding. Das ist ziemlich scheiße. Aber na, wir nehmen die beiden Fünfer mal mit, würde ich behaupten. Ja, punkten und fortfahren, klar. Na. Ja, so, und dann passt es, oder? Ah, den... Wenn ich den wegleg... Ein Bier, bitte. Dann passt es doch, oder? Ja, hier, guck mal. Entweder bist du vorsichtig oder feige. Welches von beiden? Einfach beschissen in diesem Spiel. Aber jetzt wird was. Jetzt bin ich am Arsch. Sieh's mal so, Focher, als du schnell mal irgendwie knapp 1.500 Punkte in einer Runde gemacht hast. Das war schon okay. Ah, kann man schon mit leben, denke ich mal. Okay, dann legen wir die beiden beiseite, weil die, ne? Das hier ist immer 6 und 1, oder? Diese Würfel. 1er ist halt hammergeil. Die 6er lohnen sich halt in den wenigsten Fällen, oder? Aber naja. Hier, guck mal. Machen wir nochmal weiter. Und hoffen auf die dunklen Würfel mit 1er. Ja. Easy. Dann nehmen wir den noch und passen hier nochmal. Ah, die 5 hätte ich auch noch mitnehmen können. Ups. Ups. Das ist doch nicht dein Scheißernst. Bin fertig. Ja. Nach solchen Würfel bewerten wäre ich auch fertig. Das sage ich dir aber hier, ne? Na, wir haben hier 1, 2, 3, 4. Ist das schon eine kleine Rattenstraße oder wie sieht's da aus? Oder brauchen wir dafür noch mehr? Naja, brauchen wir offensichtlich noch mehr. Dann ist das so. Legen wir die beiden Einser weg, oder? Mhm. Wir grinden uns da langsam hoch. Ja. Sollen wir gamblen und uns nochmal versuchen? Ich meine, gewinnen tun wir ja eh nicht mehr. Ja, komm, fahren wir nochmal fort hier. Denk mal nach, Mann. Du wirst alles verlieren. Drüben, ein Bier bitte. Ah, immerhin noch eine 5, guck mal. Solide, hä? Solide. Hm. Ja, das ist ein Win. Stark, Freundchen. Aha! Ich hab genug. Und du meintest, du trinkst heute nicht. Ruhe! Ich geh ins Bett.
Da hast du ein paar Münzen. Tupf dich aus. Morgen geht's ins Kloster, ist das klar? Kannst du nicht mehr rausrücken? Das reicht nicht mal für eine zahnlose Hure. Für Bier reicht's. Gute Nacht. Ja, der Karlsbeschützer, yeah, los, damit du mit. Ich will bestellen. Ja, ich komme und ich hock mich jetzt zu dir, oder wie? Ja, erstmal will ich mich hier setzen. Wollen ja schon mit ihm chillen, oder? Moin. Manfred, sind wir los. Genau wie du wolltest. Gott sei Dank. Er lässt mich nicht aus den Augen und ist geradezu erpicht darauf, mich ins Kloster zu stecken, damit er nach Hause kann. Okay, ja, das ist eine gute Frage. Weshalb wirst du ins Kloster gesteckt? Wie alle lustvollen Burschen liebe ich liebreizende Mädchen. Eine liebte ich zu sehr und sagen wir mal, sie war 9 Monate lang unpässlich. Aber dafür stecken sie ja nicht ins Kloster. Wenn sie die Tochter deines Lehnsherrn ist, schon. Scheiße. Scheiße ist milde ausgedrückt. Der Herr von Bukova war gar nicht erfreut. Er kann seine Tochter nun nicht mehr verheiraten und stellte Vater vor die Wahl. Entweder er zahlt 1000 Groschen und serviert meine Eier auf einem Silbertablett, oder er zahlt 1000 Groschen und steckt mich irgendwo hin, wo ich nie wieder gesehen werde. Okay. Weshalb sitzt dir dein Wächter ständig im Nacken? Damit ich nicht weglaufe. Natürlich kann ich mich frei bewegen, aber er beobachtet mich auf Schritt und Tritt, bis ich hinter den Klostermauern bin. Nun, jetzt beobachtet er dich nicht. Stuhl. Was bringt mir das, wenn er das ganze Geld hat und sogar meinen Sattel und Umhang hinter Schloss und Riegel hält? Okay. Ja, gell? Wie ist es hier? Was, wenn ich an deiner Stelle ins Kloster ginge? Was? Freiwillig? Du siehst mir nicht wie einer aus, der den Rest seines Lebens auf Knien beten möchte. Aber das ist wohl dein Problem. Du wirst nur aufgenommen, wenn du des Lesens und Schreibens mächtig bist und ein Schreiben des Abtes besitzt. Es bestätigt im Grunde, dass sie wissen, wer du bist und dich aufnehmen werden. Dann gib mir dein Schreiben und ich sage einfach, ich wäre du. Manfred hat es. Du müsstest es ihm abnehmen. Aber er ist stets auf der Hut. Der ist sturzbetrunken. Er schläft. Ja. Also stehle ich es und du kannst verschwinden. Verschwinden? Mittellos? Was zum Teufel würde ich tun? Ich weiß nicht, wie man arbeitet, habe kein Geld und der alte Sack hat sogar meinen Umhang. Er hat mich in der Tasche. Arme gibt es überall und die kommen auch irgendwie durch. Wenn ich zwischen Hunger und Armut auf der einen und dem Kloster auf der anderen Seite wählen müsste, gewinnt das Kloster. Könnte ich dem Alten nur den Geldbeutel stehlen, dann wäre ich über alle Berge und niemand würde mich jemals wiedersehen. Der arme Manfred wird gottlos ausgenommen, ich verstehe schon, okay? Ist alles. Das wäre alles. Alles Gute. Ja, Leute, dann würde ich mal sagen, nächste Episode nehmen wir den armen Manfred komplett auseinander, oder? Dem wird alles so genommen. Hierher. Chill mal. Na, oder? Wir klauen sein Geld, wir klauen seinen Brief. Der pennt safe da oben oder so, oder? Ja, gucken wir dann einfach mal, würde ich sagen. Dann würde ich behaupten, bis dahin wünsche ich euch was. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Lasst Liebe da, euer P. Ade.